heute eben, das E-Pedelec, wir arbeiten hier an einer völlig neuen Fahrzeugkategorie. Es ist eine Mischung aus Motorrad, E-Pedelec und Lastentransportwerkzeug. So wie wir es bauen haben, hat es noch nie gegeben. Der Rolf, Hans-Peter und der Martin, die miteinander machen das im Team. Eins der speziellen Sachen ist, wir haben keine Kette mehr. Wir haben einen Generator, wo wir Strom erzeugen. Den Strom abspeichern, umwandeln und dann haben wir einen normalen Motor. Und so bringen wir die Leistung, die der Fahrer macht, verstärkt dann auf den Boden. Das heisst aber auch, dass wir die Verstärkungsleistung ganz am Fahrer anpassen können. Die Fahrer können problemlos 20% Steigung und natürlich ist es auch wieder speziell gemacht zum Stoppen und wieder Starten. Ihr seht gerade, wie man optimal einen Brief dazu stellen kann. Schon geht es wieder weiter. Das Fahrzeug hat automatisierte Bremsen. Kann natürlich auch rückwärts fahren. Witzigerweise treten wir dabei immer noch vorwärts. Und je nachdem kann man dann auch verschiedene Konfigurationen von dem Fahrzeug haben. Man kann es also optimal auf 12 Briefbehälter oder nur Paket oder Mischform Brief und Paket. Wo stehen wir mit dem Projekt? Wir haben 15 Fahrzeuge haben wir schon gebaut. Und die 15 Fahrzeuge befinden sich jetzt in einer ausgiebigen Felderprobung. Und etwa Mitte nächstes Jahr geht es dann weiter.